Ja, willkommen bei Womis Reisetipps. Heute mal wieder was ganz Besonderes. Und zwar, ich stelle euch das zweite Gerät von EPA vor. Amerikanisches Unternehmen, ganz innovativ und hat hier was ganz Neues entwickelt. Kannte ich bis vorher noch gar nicht. Und zwar einen sogenannten Skimmer. Ja, Skimmer kennt man aus dem Pool. Das sind diese Löcher an der Seite, wo dann immer von oben das Wasser reingesaugt wird und über die Filteranlage kommt. Das ist ein Skimmer, ein selbstfahrender Skimmer, der auf der Wasseroberfläche sozusagen Blätter, Blüten und was auch immer aufsammelt. Hat hier drin einen Behälter. Das zeige ich gleich nochmal. Und der fährt oben lang. 10 Stunden, wenn er vollgeladen ist. 2,5 Stunden dauert das Laden. Und dann zusätzlich hat er ein Solarpanel. Da lädt die Sonne auf. Also wenn die Sonne scheint und er diese 10 Stunden geschafft hat, dann schafft er sich da aufzuladen. Und dann fährt er einfach wieder los und saugt weiter ab. Also tolle Sache. Hat einen Auffangbehälter. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und viel Spaß noch. So, jetzt gucken wir uns das mal von nahen an. Nochmal hier der Name, damit man es genau weiß, wie er richtig heißt und so weiter. Der heißt Surfer S1, ja, der surft übers Wasser und echt schon stylisch gebaut. Ja, hier vorne hat er eine Ultraschallfunktion und zwar man sieht dieses kleine Augen sozusagen hier vorne. Und zwar damit erkennt er eine Wand und fährt ganz locker dann in die Richtung und dreht dann meistens ohne anzustoßen ganz sanft dann rumherum. So, hier sieht man mal die Rückansicht und zwar ist schon cool. So kupferfarben ist das abgesetzt hier, diese Propeller hier drüben. Ja, die werden dann unterschiedlich gesteuert. Ich habe übrigens eine App dazu und kann dann über diese App das Teil fahren lassen, wie so ein Boot. Das werden wir nachher mal zeigen. Wenn die Damen am Pool liegen, ob ich denen damit irgendwie ein paar Nüsse oder irgendwas vorbeibringen kann. So, jetzt zeige ich nochmal. Geöffnet wird einfach hier. Ich drücke hier dieses Grüne und macht sie mit zwei Händen natürlich besser. Und wenn ich hier das nach hinten schiebe, dann öffnet sich auch gleich schon dieser Griff hier. Und hier drin ist dann dieser Auffangbehälter, den ich ganz einfach rausnehmen kann. Den schütte ich dann aus und spüle den noch mal ein bisschen aus, wenn hier so ein bisschen kleines Zeug drin hängen geblieben ist. Und ganz einfach, hiervon ist so ein kleines Schaufelrad mit dran, wo ich sozusagen den Dreck richtig reinschaufle. Und ja, was dann drin ist, ist dann drin und kommt nicht mehr raus. Super Sache. Man muss es auch immer so sehen und zwar, wenn das Zeug nach unten sinkt, jetzt die Blätter und sowas, dann habe ich natürlich auch Bakterien, die sich bilden, deutlich leichter. Also alles, was vorher in den normalen Skimmer kommt oder in diesen Surfer, was ja der elektrische Skimmer sozusagen ist, der kabellose, das ist halt weg. Und umso weniger Bakterien bilden sich, umso sauberer bleibt der Pool und umso weniger Chemie brauche ich, also perfekt. So, jetzt habe ich lange genug geredet und zwar jetzt schalte ich ihn nochmal an. Und zwar hier hinten ist sozusagen der Startknopf. Und dann kommt er ins Wasser und dann schauen wir mal, dann sollte das gute Teil losfahren. So, jetzt schauen wir uns mal die Ultraschallfunktion an. Und zwar, jetzt müsst ihr eigentlich erkennen, oh, da kommt eine Wand. Ein bisschen abbremsen und drehen. Und was soll ich da sagen? Er tut es! Nicht schlecht. So, wir checken das nochmal, wenn er seitlich anstoßen wollte. Aber nein, er macht das nicht. Sehr gut. So, und jetzt mache ich mal ganz kurz Herbst. Und zwar fallen Blätter davor. Und jetzt natürlich die Frage, gut, ein paar fährt er vorbei. Natürlich sind sie weg. Er hat sie eingesaugt. Sehr gut, so soll das sein. Und die werden dann hier in der Kiste drin sein. So, und jetzt kommt nochmal der Praxistest. Jetzt schmeißen wir was davor, was meine Frau ganz nettweise abgekrast hat. Und es ist weg. Es ist im Auffangbehälter. Na, ist das toll? Ich will mal zeigen, was man eigentlich nicht machen darf. Aber man kann es machen. Und zwar, man könnte seiner Frau einen Cocktail bringen. Schon auf dem Weg. Aperol Spritz. Zum Glück haben wir Plastikgläser, weil das wollen wir ja nicht im Pool, dass hier Glasgläser sind. Und du musst natürlich zugreifen, weil der wird ja durch die Sensoren sich gleich wegdrehen. Also, lass es dir schmecken. Das ist ein Service, oder? Also ich glaube, jedes Kind wäre begeistert, dass man, was man hier mit so einem Teil machen kann. Meine Frau ist der Herbst. Na, da bin ich jetzt gespannt, ob die wechseln. Schatzi, es hätte auch weniger gereicht, glaube ich, oder? Nein, wir testen das jetzt. Okay, guck mal, na, da bin ich jetzt gespannt.
hoffe, ich bin im Bild. Ich zeige euch mal, wie man das öffnet und mal gucken, was jetzt drin ist. So, da haben wir es und ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Da gucken, ich kann das Ding hier irgendwie aufmachen. Schauen wir mal, wie. Genau. Immerhin, oder? Das hat er gefangen und das lag auf der Oberfläche, ist nicht nach oben gesunken und wir haben es schon mal im Gerät. Also top. So, was ist jetzt Fazit der ganzen Sache? Also wir haben jetzt mal den ganzen Tag getestet. Also ich finde ihn echt geil. Also die ganze Oberfläche, so sauber war er noch nie. Wo er ein kleines bisschen Probleme hat, also wenn jetzt irgendwie das Grünzeug an der Ecke liegt, das schafft er dann nicht, weil er dann eben mit den Sensoren dann eben dreht. Aber prinzipiell, so sauber war der Pool, glaube ich, noch nie. Es macht richtig Spaß. Man kann ihn hin und her schicken mit der App. Was schon wirklich cool ist, ich kann die Temperatur sehen. Der zeigt mir die Temperatur vom Pool an. Also ich habe da noch irgendwie einen Mehrwert. Ist ein Ergänzungsteil. Was auf alle Fälle für mich ein Muss ist, ist dieses Gerät, was ich wirklich liebe. Und zwar, das ist der Scuba S1, auch eben von Alpa, kabellos. Da habe ich ein Video gemacht, verlinke ich am Ende nochmal mit rein. Und der ist ein Muss und der ist ein Kann. Aber irgendwie ist es geil, die beiden Dinge zu haben und damit rumzufahren mit dieser App irgendwie. Ja, also überlegt es euch, schaut es euch an, findet eure eigene Entscheidung. Danke fürs Dranbleiben. Bis bald. Ciao.